Einen schönen guten Tag. Es ist Freitag. Wir haben 18.23 Uhr und ich bin hier vor meinem Kurzurlaub in Ostfriesland noch mein Essen unterwegs. Und zwar ist ja hier Essen original. Wir haben 21 Grad Celsius und wir gucken uns dort einfach mal an, wo es losgeht. Hallo. Ich dachte mir, wo? Jetzt gerade. Essen original läuft. Ich dachte gerade, die Kamera steht falsch herum. Aber das war nur nicht richtig zentriert. Da gucken wir uns das doch quasi einfach mal an. Das Wetter ist auf jeden Fall absolut herrlich. Und ich guck mal so, was ich an Stimmung einfangen kann. Ich hoffe, wir haben mit Copyright-Sachen nichts zu tun. Aber ich lasse das mal so ein bisschen drauf ankommen heute. Und zwar wegen der Atmosphäre. Solange das keinen ernsthaften Copyright-Verstoß gibt, sondern die nur ein bisschen Geld von mir haben wollen, sage ich, ist okay. Sollen sie das mal haben. Und ich hoffe natürlich, nichts verzerrt und übersteuert, je nachdem, auf was wir da stoßen. Die ganze Sache ist einigermaßen überschaubar. Und zwar gibt es da drei Bühnen. Dann war auch schon mal wesentlich mehr. Und die zeige ich, dann eile ich nach Hause, editiere das Ganze, lasse mein Notebook rendern, das dauert ja immer eine Zeit. Und dann gucke ich, dass ich noch hochgeladen bekomme. Man hat ja einen starken Sonnensturm vorausgesagt. Wollen wir mal hoffen, dass der nichts durcheinander wirbelt. Die Sonne ist ja in einem 11-jährigen Zyklus von Min nach Max. Und jetzt sind wir schon sehr, sehr auf der Max-Seite. Und da treffen uns jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen mehrere Sonnenstürme. Hey.
müssen wir uns hier durch dieses Nadelohr quetschen. Ob rot ist oder nicht, ist egal. Das macht nichts. Hier sehen wir die Baustelle von der Seite aus. Schienen liegen. Und grün. Ich habe gesehen, dass die Qualität bei dem letzten Livestream mit meinem Roller nicht so dolle war. Aber da kann ich relativ wenig drehen an der Stellschraube, denn das ist ja dann letztlich der Netzbetreiber, in meinem Fall Vodafone. Jetzt könnte ich mir mal eine SIM-Karte von Telekom besorgen. Dann noch mal gucken, ob die das besser machen. Aber ich weiß nicht. Aber wirklich besser werden würde. Wäre vielleicht ein Versuch wert. Den Ton fand ich auch sehr leise. Dabei hatte ich das Mikrofon, das war ja neu, das hatte ich noch nie im Einsatz. Schon um 7 dB erhöht. Aber war immer noch nicht genug. Vermute ich. Man muss ja auch gucken, dass man nicht ans Zerren kommt. Aber da war ich ja doch noch ziemlich weit entfernt, würde ich sagen. Essen Original läuft 3 Tage. Oder ein volles Wochenende. Da kriegen wir heute immerhin noch den ersten Tag mit. Ich dachte ja schon, das fällt für mich komplett aus. Lichtburg ist offen. Kann man reingehen. Und vielleicht danach noch hier einen Bummel machen. Airbrush Tattoos Studio. Hier ist die erste Bühne. Da läuft jetzt, glaube ich, gerade
Musical. Musicals haben normalerweise immer Copyrights. Düstere Stimmung. Alles in allem sind wir ein bisschen früh dran. Weil die anderen Bühnen erst um 19 Uhr loslegen. Haben wir das hier schon mal gesehen? Mittelalterlicher Friedhof. Ich weiß gar nicht, glaube ich. Hier gibt es auf jeden Fall nette Verpflegung. Onkel Hermanns Grillhaus ist hier. Unter anderem, gehen wir mal hier rum. Ist auf jeden Fall richtig warm. Das einzig Kühle war heute, wenn überhaupt, der Wind. Auf jeden Fall ist die Stadt heute richtig gut besucht. Und am letzten Tag, am Sonntag, da ist hier sogar verkaufsoffen. So voll haben wir die Innenstadt schon lange nicht mehr gesehen. Hier könnte ich ja mal reingehen und fragen, warum die Qualität von meinem letzten Livestream so schlecht war. Da hätten wir da nur ein bisschen mehr Upload geben müssen. Ich brauche 6 Mbits, dann habe ich ein astreines Bild. Jetzt konnte ich ja nicht sehen, wie viel ich hatte.
das Handy ja einen Brustgurt hatte, Display nicht einsichtig war. Aber das waren keine 6 Mbits. Im Leben nicht. Sonst hätten wir ja ein viel besseres Bild gehabt. Jetzt echt überraschend gekommen mit der Wärme. Ich hoffe, das hält sich noch eine Zeit. So, hier am Kopfstadtplatz ist die zweite Bühne. So, jetzt, wo nichts los ist. Das ist die Stadt Essen Karrierebühne. Aber hier gibt es überall so Getränkestände, Essensstände. Das ist schon gut gemacht, muss man sagen. WC-Service sehe ich hier vorne, auch nicht zu verachten. Aber ich werde ja bestimmt nicht der Einzige sein, der hier von Essen Original irgendwas zeigt auf YouTube. Von daher ist das eben irgendwie jetzt so eine Art Vorprogramm. Ich habe ja auch nicht so viel Zeit. Ich muss ja mein ganzes Equipment zu Hause alles noch abkabeln, zusammenpacken, damit ich das mitnehmen kann. Kann ich ja erst richtig machen, sobald das Ding hochgeladen ist. Bis dahin brauche ich ja auf jeden Fall noch das Herzstück der ganzen Geschichte. Und das ist mein Notebook mit allem, was da dran hängt. Riesennetzteil. Und ein Verbindungskabel.
Das ist ja den ganzen Rest versuche ich schon vorher abzuklemmen, sobald ich kann. Das ist immer eine ganze Menge, die man da so braucht. Das erste Mal, dass ich mit dem T-Shirt mit der Kamera unterwegs bin. Mit Frieda habe ich es schon das ein oder andere Mal gemacht. Und das Auge ist ein bisschen besser geworden. Vielleicht wirkt das ja, das Cortison, was er von der Tierärztin bekommt. Ich könnte natürlich folgenden Trumpf machen. Ich könnte einfach jetzt kurz auf die Stopptaste drücken, eine Viertelstunde warten und dann hier ein bisschen Sound noch aufnehmen. Sollen wir das so machen? Das ist vielleicht ein bisschen besser, als wenn das einfach nur so ganz ohne ist, oder? Dann machen wir einfach mal. Bis gleich. Dass ihr alle dabei seid schon. So früh am Abend. Geiles Wetter. Hast du heute Morgen richtig gefunden? Ja, ich war nervös. Hast du wohl noch mehr? Ja, ich würde sagen, wir sind bereit. Ich hoffe, ihr auch. Aber das kann gerade schon mal ganz gut. Jawohl! So. Ach, Maschi, ich freue mich, dass wir heute einfach mal so ein bisschen länger wach bleiben dürfen. Ne? Wir sind von Radio Essen, für alle, die uns noch nicht kennen, Joshua und Larissa. Wir sind die Frühschicht, sonst hört er uns morgens immer im Radio. Und heute Morgen haben wir euch auch geweckt. Und jetzt können wir ein bisschen länger hier bleiben. Ja, trotzdem darfst du keine Cola trinken. Du bist dann immer so aufgedreht, das möchte ich gar nicht. Hab ich schon. Dann schlecht schlafen. Nee, also wir freuen uns sehr, heute hier den Eröffnungsabend begleiten zu dürfen. Euch die wirklichen Topstars hier anzukündigen, da freuen wir uns mega drauf. Der Eröffnungsabend von Essen Original, 3 Tage lang wirklich beste Musik, beste Stimmung, bestes Wetter, also könnte nicht besser sein eigentlich. Nee, wir können ja schon mal so ein kleines bisschen Sneak Peek aufs Programm machen. Also morgen und übermorgen gibt es eine große Meile mit ganz vielen Ständen, Familienprogrammen. Ihr könnt hier auf den Plätzen Kennedyplatz, Burgplatz, Kopfstadtplatz überall Musik hören und ganz viel entdecken. Zum Beispiel auch in luftige Höhe, habe ich gehört, geht's rauf auf einen LKW-Kran, wer das machen möchte. Ich nicht, aber ich habe auch Höhenangst. Ja, das ist nicht so vorteilhaft in dem Fall. Genau. Ihr könnt alles ausprobieren und wir wollen gar nicht so viel labern. Das machen wir im Radio schon genug. Heute geht es um wirklich andere, die hier gleich auf der Bühne stehen und euch einen wirklich tollen Abend machen werden. Wen haben wir da? Ja, wir freuen uns erstmal jetzt gleich auf Deluxe The Radio Band. Die werden uns hier erstmal alle ordentlich einheizen und Stimmung machen. Ja, dann heute Abend auch noch was ganz Besonderes. Es gibt DJ Mucke von DJ Chris von der Zeche Karl. Der wird euch richtig schön noch den Abend versüßen am Ende. Und wir haben natürlich unseren Headliner auch hier. Für den sind bestimmt auch viele heute Abend hier präsentiert von Radio Essen, live auf dieser Bühne am Kennedyplatz. Wird nachher Michael Schulte noch da sein? Sind das Fans von Michael Schulte? Yeah, ja, noch mehr? Noch mehr? Ja, der wird eine Menge geredet. Wir freuen uns gleich erstmal auf der Lips, The Radio Band. Und ja, wer ist denn auch für ein gutes Kaltgetränk hier? Einmal anmelden. Machen wir. Ja, da sehe ich schon einige. Die sind hier gehen sehr gut. Ansonsten versorgt euch noch. Schluss. Präsentiert. Da ist richtig professionelles Equipment am Start. Und die größten Hits der 80er, 90er,
und 2000er. Powered by Essen Marketing GmbH. Irgendwas Copyright ist, dann ist das absolut Copyright. Dann hätte ich mir eigentlich denken können, dass sie hier Copyright-Musik anfeuern. Schnell weg. So weit möchte ich jetzt aber nicht belangt werden. Mal gucken, dass wir möglichst schnell wegkommen. Alles noch voll im roten Bereich. Viel zu laut. So was Blödes aber auch. Irre laut. Anderen Bühne rein. Das schneide ich einfach raus. In dem Fall habe ich es rausgeschnitten. Mann, dafür warte ich so lange. Aber ganz vielleicht haben wir jetzt hier vorne Kontrastprogramm. Und das sollte es dann auch gewesen sein. Aber hier deutet noch nichts darauf hin, dass gespielt wird. Man hört hier nur den Kennedyplatz. Ja, dann war das heute mal ein ziemlich merkwürdiges Video, anders als sonst. Und ich sage einfach ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle meine Abonnenten, dass ihr meinen Kanal so großartig unterstützt. Ich fahre morgen nach Ostfriesland. Für mich morgen, für euch weiß ich noch nicht, wann der Teil hier kommt. Und sag einfach ein großes Danke und tschüss. Glück auf.